Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute ist es ein kleines Unboxing-Video. Trotzdem habe ich Holger und Surprise Girl eingeladen heute. Und einen Ehrengast, den Hot Wheels Bone Shaker von Mega Constructs. Das ist ein Hot Rod, kleines Set. 150 Teile, glaube ich, ungefähr. Circa 14, 15 Euro gekostet damals, aber ich fand den damals so cool, ich wollte den unbedingt haben. Und ich habe mich sehr gefreut, wie ich erfahren habt, dass dieser kleine hübsche Kerl auch in groß auftauchen wird. Und was soll ich sagen? Meine Wünsche wurden erhört. Hier ist er. Bone Shaker aus dem Building Set von Hot Wheels. Firma heißt es, glaube ich, Mega, nennen wir Mega Constructs. Insgesamt hat er 904 Teile und ist auch noch ein kleiner Hot Wheels Flitzer, sieht man unten nochmal schön enthalten. Das Set kostet bei einem Online-Händler ca. 50 Euro für 904 Teile. Nur damit man sich vorstellen kann, was das so, naja, im Vergleich zu anderen Sets ist. Von Lego den X-Wing, die 75301, der hat 474 Teile, kostet 50 Euro. Gut für 3 oder 4 Minikonen halten. Oder Boba Fett Starship, hat 593 Teile, kostet auch knapp 50 Euro. Sind aber auch ein paar Minifiguren mit drin. Ohne Minifiguren innerhalb der Megakonstruktswelt gibt es die Battle Cat. Das ist die GVY14. Die hat 542 Teile. Kostet auch 50 Euro. Also finde ich, so gesehen, ist das ein richtiger Schnapper. Die Rückseite. Oh, das hätte ich schon verloren. Das sieht man hier. Das kleine Auto kann man Ständer zu bauen, beschriftet. Seite hier, das hier ist die Größe, also größer ist er nicht. Ich denke, das ist ungefähr die Größe vom American Van von Blue Bricks. Also von der Länge her, die Höhe ist bestimmt nicht so richtig. Und hier haben wir die Innenausstattung. Ich hoffe inständig, ich habe es noch nicht ausgepackt. Weil es ist halt mehr so grau. Ich bin gespannt, wie die Farbe hier ist. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen es mal auf und schauen mal rein. Für sie oben. Ja, hier oben ist ein Siegel. Einmal, zweimal, geht es hier nicht auf, doch es geht auf. Hier sind auch mal zwei Siegel, macht aber keinen Sinn, ne? So. Die Ladies verschwinden mal. No. Geht er nicht auf? Weil er dumm ist. So.
Tee, ich hab's aufgebracht. Ich freue mich. Er hält aber nicht. So, wir fangen mal. Fangen wir da hinten an mit den Reifen. Also anscheinend ist es doch eine anständige Größe. Extra schön eingewickelt. Und zwei verschiedene Größen. Finde ich sehr cool. Sind Vollgummireifen. Weißwand. Das sagt, man sieht es, ne? Der vordere, der hintere Reifen. Ist hier ein bisschen, wie soll man sagen, extremer. Ich weiß aber ein bisschen. Ja, wobei. Ich weiß nicht, wie es in echt ist. Ich habe das Auto leider nicht in echt gesehen. Ich glaube, da auf der Rückseite. Oh, schade. Hier ist der Schädel. Und er ist leider nicht chrom. Ja, so leicht. Wobei das durch die Vorderung mehr glitzert, aber es ist eigentlich doch mehr. Es ist leicht, es ist so metallig-grau, aber es ist leider kein Chrom. Sehr schade. Also, kommen wir kurz raus. Ausschüttungsverteilung gibt es natürlich. Ne? Zwei. Oder halt Tüten. Drei. 5, 4, 6, 8, die 9 haben wir schon hausen. Und das hier ist die Nummer 1. Das hier. Dazu gibt es diesen wundervollen halben Teile drin, den mussten wir zusammenbauen hier bei Mega Konstrukt. Sowas hatte ich leider noch nicht in der Hand. Und hier haben wir die Anleitung. Was haben wir? Da, dann gehen wir runter. Dann haben wir jetzt den hier. Der ist auch. Der muss doch rausgehen. Er ist festgeklebt. So. Ah, hier ist ein Scherezeichen, dass man es mit der Schere abtrennen soll. Ja, aber warum? Wir machen es so. So. Und den hier auf. Ein Hot Wheels Auto. Bone Shaker. Ein wenig andere Farbe. Aber cool ist er. Aber am besten gefallen mir jetzt die Reifen. Also die sind wirklich klasse. So coole Reifen habe ich noch nie gesehen. Die erinnern mich irgendwie an. Ich habe die schon mal, weiß ich nicht. Formel 1 Wagenreifen irgendwie. Also wirklich toll. So, jetzt haben wir hier die Anleitung. Da schauen wir dann auch mal kurz rein. Ne? Ich mache das mal kurz weg. So, kurz den Platz gemacht. Aus Erfahrung heraus weiß ich, dass bei Mega Konstrukt oder bei Mega Mattel, je nachdem, wie man es will, da ist eine Nummer. HBD50. Keine Aufkleber gibt. Da schauen die Steine dann so aus. Und der Stein ist cool. Das ist ein Vierer. Der könnte 4 hoch sein.
Oder halt ein Panel, dem ist egal. Aber er ist bedruckt. Und auf den ersten Blick ist der Druck recht gut. Wir werden sehen, wie der ausgepackt ausschaut. So, Anleitung. Ah ja. Larry Wood. Ich glaube, Larry Wood, der hat es designed. Larry Wood. Jawohl. Hier steht's. Designed by Larry Wood. Hier steht's auch nochmal schön in groß, ne? Also machen wir auf. Der Larry Wood hat's erfunden. Guter Mann. Hier haben wir ein paar Zeichnungen. Na? Und hier dann nochmal das Ganze in klein. Also die Tribüne für das Auto. Und hier ist dann die Bauanleitung. Typisch bei Megaconstructs ist das. Es wird nichts ausgegraut oder so. Es ist alles grau immer wieder. Also die Steine hier, das meine ich jetzt. Aber da, wo es hin muss, ist gelb. Also die Noppen sind dann da gelb markiert. Und wenn zwei Steine drauf kommen, hier unten. Dann ist die eine Reihe blau für den großen und die anderen gelb. Und so was wie ihr hier seht, auch hat Megaconstruct zum Beispiel sehr viele eigene Teile. Die teilen sich die beide nicht unbedingt mit Lego. Die haben auch eigene Farben. Die sind komplett anders wie bei Lego. Sitze sind cool. So, was ich da sehe, gefällt mir das sehr. Da freue ich mich drauf. Vor allem ist eine schöne Anleitung, die ist schön groß. Also die ist schön groß und es ist auch viel drauf. Also ein Teil pro Seite, sondern immer schön abwechselnd. 4x4er Platten. 3x4er Platten. Der Motorblock, wie man schon mal sieht, den baut man einzeln, aha. Und so wie es ausschaut, kann man den auch wieder rausnehmen. Fände ich cool. Jawohl, das ist die Motorhaube. Und dann Totenkopf. Sagt Totenkopf, finde ich ein bisschen schade. Ich hatte wirklich Hoffnung, dass die Sachen. Weil hier übrigens ja auch schön metallisch. Vielleicht wirkt außerhalb der Tüte doch ein besser, aber im Augenblick. Naja. Hat dann auch eine Lego-Seite hinten drin. Also Quatsch, eine Lego. Entschuldigung, kein Lego. Hat auch eine Teilliste wie bei Lego hinten drin. Ich frage mich gerade, ob man die Teile einzeln nachbestellen kann, weil die ja sogar alle eine Benennung haben. Vielleicht gibt es von Megaconstructs auch so eine Art Online-Bestellportal. Da muss ich mal gucken. Jawohl. Und hier nochmal die Rückseite. Der Motor, Schädelfalle dran. Das Cockpit ist wirklich cool gemacht. Das ist mit der, vor allem mit den Cockpit-Anzeigern hier allen drum und dran und diesen riesengroßen Steuerknüppel. Das ist tipptopp. Das ist wirklich cool. Da ist sogar ein Kugelgelenk drin. Sehr schön. Freue ich mich drauf. Ja. Also, es sagt HBD 50. Der erste der großen. Ich hoffe, da kommen noch ein paar schöne. Ich freue mich drauf. Ich
werde jetzt wahrscheinlich nächstes Bauen anfangen. Ein, zwei Videos zu machen. Die zusammenschneiden irgendwie. Ich werde es probieren. Es wird mein erstes Schneidvideo überhaupt wahrscheinlich. Und dann die Bausteps ins Fazitvideo reinmachen. So ein komplettes Bauding für 900 Teile. Weiß ich jetzt nicht. Dafür machen wir das Unboxing-Video heute wegen. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal.